Was halten Sie, Lazar Chabi, von dieser Mischung aus Professionalismus und Amateurfußball? Ja, die wissen Sie schon, die Herren der Bundesliga, dass ich war dagegen. Ich war dagegen, weil wir haben jetzt in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga 20 Profitrainer. Mit Co-Trainer sind sie auch mehr. Ab nächstes Jahr werden sie nur 12 Profitrainer, die anderen werden sie Amateurtrainer, die meisten. Aber ich möchte nur die Mehrheit und sie das entschieden, dass diese zweite Liga kommt. Wir müssen diese Chance geben. Vielleicht werden wir nachher alle einverstanden. Vielleicht wird es super. Man darf nicht jetzt stur sagen, das ist nicht gut. Gib mal den Chance. Wir sollten die zweite Liga anschauen, wie das läuft. Vielleicht wird es besser. Und wenn es schlecht ist, kommen wir wieder zurück auf die zweite Zehnerliga. Aber wichtig im Fußball, dass wir einfach, Fußball ist ein Arbeitsplatz. Wir müssen schaffen, die Arbeitsplätze für die Trainer. Weil wir machen jedes Jahr oder jedes Jahr die UEFA Pro Lizenz. Und wenn man 60, 70 Pro Lizenz hat, einen Trainer, und die keinen Job haben, dann hat auch keinen Sinn, diese UEFA Pro Lizenz. Aber eine Chance, sie bekommen nächstes Jahr und schauen wir mal, was läuft.